Das ist ROSI, Robotic Operating System for Industrial Engineering. So haben den Roboter die Mitarbeiter von Outokumpu in Krefeld getauft. ROSI ist neu, arbeitet erst seit anderthalb Monaten hier. Sebastian Kegel von der Arbeitssicherheit ist ihr Ausbilder. Momentan lernt er sie noch an. ROSI kommt gerade aus ihrem Ladezyklus raus und wäre jetzt quasi bereit, eine Inspektionsquote zu starten. Das heißt, in die Anlage lieber im Hintergrund sehen, einmal reinzugehen und dann die verschiedenen Inspektionspunkte anzulaufen und die Daten, die wir erfassen wollen, da abzulesen. ROSI soll irgendwann ganz alleine hier im Edelstahl-Kaltwalzwerk ihre Runden drehen. Im Moment lernt sie mit Hilfe ihrer künstlichen Intelligenz ihre Route kennen. Vollautomatisch nimmt sie bereits plötzliche Hindernisse wahr. Wir haben jetzt hier quasi die Sichtweise, wie ROSI die Welt um sich wahrnimmt. Wir haben hier eine Point Cloud der kompletten Anlage. Sie schickt quasi ganz viele kleine Laserstrahlen heraus und in die Entfernung, wo sie wieder reflektiert werden, weiß sie, da ist etwas. Sie erkennt durchaus schon relativ deutlich, wo Hindernisse sind und wo sie durchgehen kann. Eine Treppe ist kein Problem für den Roboter. Entwickelt wurde er in der Schweiz. Hier heißt er Animal und hat sich mit Hilfe der KI eigenständig das Laufen beigebracht. Indem er in 10.000 simulierten Betriebsstunden mit Trial and Error die optimalen Bewegungsmuster gelernt hat. Das Ergebnis ist ein neuronales Netzwerk, welches Animal erlaubt, sich extrem robust und vielseitig über Hindernisse zu bewegen. ROSIs Aufgabe soll in Zukunft sein, Störungen der Anlage zu entdecken. Dafür soll sie mit Kameras Messwerte ablesen und etwa über Mikrofone Störgeräusche wahrnehmen, die auf kaputte Motoren hinweisen. Und das soll sie alles im Gefahrenbereich tun. Denn hier in diesen Tanks lagert hochgefährliche, stark ätzende Flusssäure. Das ist der Bereich, in dem ROSI vor allem im Einsatz sein soll. Wir sind der Meinung, wenn ich doch sage, ja, da kann etwas passieren, dann schicke ich da bitte niemanden rein, der sich einer tödlichen Gefährdung aussetzt, sondern dann schicke ich da irgendetwas rein, was einfach nur kaputt gehen kann und wo man vielleicht einen Haufen Geld bezahlt, aber das ist dann halt eben so. Die Möglichkeiten für den Einsatz von künstlicher Intelligenz nehmen immer weiter zu. Die KI-Expertin der IHK Wuppertal glaubt, dass intelligente Helfer wie ROSI in Zukunft durchaus auch Arbeiten von Menschen übernehmen werden. Die Routineprozesse werden sicherlich weniger werden, da diese wahrscheinlich von solchen Systemen übernommen werden können. Aber wir brauchen immer noch spezialisierte Kräfte, gut ausgebildete Fachkräfte, die dann diese Ergebnisse, die letztendlich geliefert werden, nochmal überprüfen und dann die Prozesse letztendlich auch umsetzen. ROSI soll nur da arbeiten, wo Menschen sonst in Gefahr wären. Bei ihren neuen Kollegen kommt der digitale Vierbeiner gut an. Da werden schon mal so ein paar Schrauben angeboten als Leckerchen oder gefragt, ob die sich auch auf den Rücken legen kann. Aber eigentlich ist das ganz entspannt mit den Kollegen. Noch ist ROSI ein Pilotprojekt bei Outokumpu in Krefeld. Zwei weitere Roboter mit KI sind für Standorte in Schweden und Finnland aber schon in Planung.